Hey ihr, willkommen zu Teil 2 meines Fitnessstudio-Vlogs, wo ich euch einfach mal ein bisschen mitgenommen habe ins FitX zum Training. Im ersten Video habt ihr so ein bisschen meine Morgenroutine gesehen, in Anführungsstrichen, nicht so wirklich, aber ihr habt gesehen, was ich morgens frühstücke. Und ich habe euch schon mal ein bisschen was gezeigt. Ihr habt das Aufwärmen am Crosstrainer gesehen, ihr habt die Brustpresse gesehen, ihr habt das Rudergerät gesehen und ihr habt die Gesäßpresse gesehen. An dieser Stelle nochmal die Information, die Marken, alles was ihr hier im Video seht, das ist zwar Werbung, aber es ist unbezahlte Werbung. Mir wurde davon nichts gestellt und auch nochmal die Information, das stellt kein Lehrvideo dar. Wenn ihr ein Gerät noch nicht kennt und ihr seid neu bei irgendeiner Sache, sprecht immer einen Trainer darauf an, dass er euch das nochmal genau zeigt, damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr auch die Ausführung wirklich korrekt macht. Heute kommen wir als erstes zur Rückenstreckung. Bei dem Gerät kann man jetzt das Schulterpolster, was heißt Schulterpolster, das ist so ein Polster, wo man eben mit dem unteren Schulterbereich sich dran lehnt, das kann man einstellen, das muss entsprechend auch der Größe angepasst werden. Und wenn man dann drauf sitzt und man hat sein Gewicht eingestellt, dann gibt es dann nochmal einen Hebel, den man drücken muss. Und dann bewegt man sich quasi so nach vorne, dass man so eine leicht gebeugte, was heißt leicht gebeugte, man hat halt einfach eine gebeugte Grundstellung. Und dann ist es so, dass man aus dem Rücken raus das Gewicht nach hinten drückt. Und das merkt man besonders stark im unteren Rückenbereich. Bei der Rückenstreckung habe ich jetzt auch eigentlich mit am schnellsten Fortschritte gemacht. Ich denke mal, das liegt daran, dass durchs Reiten mein Rücken früher schon recht gut trainiert gewesen ist. Und man ja sagt, eine Muskelgruppe, die schon mal trainiert gewesen ist, dass es da so einen gewissen Merkeffekt quasi gibt und sich dann die Muskulatur wieder schneller aufbaut als bei noch gänzlich untrainierten Muskelpartien. Da bin ich jetzt diesmal 3x auf 27,5 gewesen. Und dann habe ich wegen des guten Gefühls einfach noch einen Satz gemacht, wo ich zum ersten Mal auf die 30 Kilo erhöht habe, was dann auch nochmal echt gut funktioniert hat. Ja, das nächste Gerät, das ist gar nicht so wirklich mein Freund. Da merke ich persönlich am wenigsten Unterschied bislang zum Anfang. Und zwar ist das die Schulterpresse, wo man eben aus der Schulterpartie heraus das Gewicht nach oben drückt, bis die Arme noch leicht gebeugt sind. Da bin ich tatsächlich auf dem leichtesten Gewicht. Ich schaffe nur die 2,5. Da war ich wirklich an dem Tag super happy, dass ich es auch einmal geschafft habe, noch in einem vierten Satz mit 5 Kilo. Aber das ist halt wirklich die Ausnahme. Normalerweise ist da bei mir bei 2,5 schon Schluss. Da tue ich mich wirklich sehr, sehr schwer mit. Und ich bin mal gespannt, wann ich da die ersten wirklichen Fortschritte mache. Die nächsten beiden Übungen, die packe ich jetzt einfach direkt hintereinander, weil die auch irgendwie so ein bisschen zusammengehören quasi. Die nächsten beiden Geräte stehen nämlich direkt nebeneinander. Machen wir den Anfang mit der Adduktion. Bei dem Adduktionsgerät ist es so, dass man die Beine breit macht. Man stellt es einfach so ein, dass man die Beine so weit auseinander hat, wie es irgendwie möglich ist. Und dann drückt man das Gewicht in der Mitte zusammen. Wichtig ist, dass man da auf eine fließende Bewegung achtet. Es ist für den inneren Oberschenkelmuskel, es ist so ein ganz, ganz kleiner Bereich, der da eigentlich hauptsächlich trainiert wird. Ich versuche aber immer eher den äußeren Muskelbereich anzusteuern, weil ich ja auch außen am Oberschenkel eine schöne Muskulatur haben möchte. Deswegen versuche ich den immer eher bewusst anzusteuern und mache da momentan meine 35 bis an guten Tagen auch mal 40 Kilo. Kommen wir jetzt auch direkt zum nächsten Gerät, nämlich zur Abduktion. Da ist es genau andersrum. Man fängt mit einer engen Beinstellung an und drückt dann die Beine nach außen. Man drückt das Gewicht nach außen, das wiederum trainiert den oberen Po-Muskel, der über dem Gluteus Maximus sitzt. Das ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Viele sagen immer, musst du trainieren, wenn du den perfekten Knackpo haben willst. Aber ich habe jetzt auch einige sehr interessante Videos gesehen, die durchaus Sinn machen.
Kennt ihr eventuell diese kleinen Dellen an der Hüfte, dass man da drüber Muskulatur hat oder vielleicht auch ein paar Fettpölsterchen auf der Hüfte? Dann kommt eine Delle und dann kommt wieder Muskulatur. Das nennt man auch Hip-Dips und das wird optisch dadurch ein bisschen verstärkt. Natürlich, wenn man den oberen Po-Bereich durch diese Abduktionsübung trainiert, dann wird ja der Muskel größer und tritt hervor. Und wenn man dann sowieso genetisch damit ein bisschen mehr Probleme hat, in Anführungsstrichen, dass da so eine Delle ist, dann verstärkt man natürlich optisch diesen Effekt. Ich möchte das jetzt auch nicht, dass es komplett untrainiert bleibt, deswegen mache ich das noch, aber ich mache das nicht mehr mit ganz so viel Gewicht. Ich habe mittlerweile das auf 30 Kilo zurückgeschraubt, mache auch da nur noch 3 Sätze, dass ich einfach so ein leichtes Training habe und ich mache das auch nur noch einmal die Woche, denn genau diesen Effekt möchte ich ja nicht verstärken, dass ich da diese Dellen an der Hüfte bekomme. Deswegen lasse ich die Abduktion großteils weg. Bei diesen Übungen würde ich es aber auch für heute schon wieder belassen, weil ich habe noch 3 Übungen für euch übrig, nämlich die Beinpresse, den Hackenschmidt, wo ich Kniebeugen drauf mache und die Bauchmaschine und dann noch so ein bisschen After-Trainings-Talk, hätte ich fast gesagt. Und das möchte ich dann nämlich euch noch im 3. und letzten Teil zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Teil wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss!